Hallo und schön, dass du wieder dabei bist, hier im Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung mit mir, Janina Lemme. Hier geht's darum, dass du ganz bewusst mit deinem Essverhalten umgehen lernst und schauen kannst, was dich da eigentlich treibt zu den Dingen, die du vielleicht nicht so essen magst und dass du das eventuell auch ändern kannst. Und heute habe ich eine ganz, ganz besondere und eine ganz persönliche Folge und wenn du den Titel schon gelesen hast, dann kann ich dich beruhigen, nein, das hier wird kein Beauty-Channel werden. Es geht zwar heute tatsächlich um Haut, aber auch um den Link zum Essverhalten, also es geht nicht nur um Haut und es geht vor allem um dieses Verhalten, was dahinter steckt und dazu würde ich dir ganz gerne meine eigene ganz persönliche Geschichte erzählen. Es geht nämlich darum, dass ich eigentlich schon seit ich denken kann, ich glaube, das hat irgendwo in der Pubertät angefangen, als die ersten Unreinheiten im Gesicht aufgetaucht sind, dass ich dann immer meine Finger im Gesicht hatte und habe an diesen Unreinheiten rumgedrückt, rumgeknibbelt, habe potenzielle Krusten immer wieder aufgekratzt und so weiter. Und das hat sich seitdem tatsächlich nie wieder geändert. Da habe ich, ja, und das hat natürlich auch zur Folge, dass mein Gesicht einfach schon immer sehr unrein war. Also durch dieses ganze im Gesicht rumdrücken und quetschen hat natürlich niemals die Haut irgendwie die Kraft, sich von alleine zu heilen, wenn sie immer wieder bei diesem Prozess unterbrochen wird. Und natürlich drücke und reibe ich da auch immer wieder neue Bakterien rein und das ist quasi ein Herd, der nur brodeln kann, schon allein von dem Verhalten, was ich eben von außen drauf gebe, sage ich jetzt mal. Und ich habe lange überlegt, ob ich tatsächlich diese Folge in den Podcast hier, wo es eigentlich um Ernährung geht, aufnehme. Aber ich habe dann gedacht, es war für mich neulich irgendwie so ein Durchbruch, als ich mich mit diesem Thema nochmal intensiv auseinandergesetzt habe und habe mich damit beschäftigt und habe dann auch gesehen, dass vor allem im amerikanischen Raum ganz viele Leute auch darüber sprechen und dass es hier in Deutschland einfach irgendwie nicht präsent ist. Und ich habe mich dann auch mit anderen Personen schon darüber unterhalten und die haben dann auch gemeint, ja, ich kann die Finger zum Teil auch nicht aus dem Gesicht lassen. Und das hat mir neulich so eine Erleichterung gegeben. Es gibt sogar einen Namen dafür. Also das ist tatsächlich eine anerkannte Impulsstörung, also wie so eine Art Krankheit, nenne ich es jetzt mal. Das finde ich ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber ja, ist so. Und du findest es unter den Namen Skinpicking oder Dermatillomanie. Falls du da von potenziell betroffen bist und da auch nochmal weiter für dich suchen möchtest. Weil es hat mir neulich einfach so viel Erleichterung gegeben, zu erfahren, dass es so viele andere Menschen gibt, die genau den gleichen Mist machen wie ich, nämlich sich irgendwie selbst zerstören, obwohl dieser Drang eigentlich ursprünglich mal dem Drang nach eigentlich schöner Haut geschuldet war. Weil ich glaube, ich habe damit angefangen, als ich eben diese Unreinheiten gespürt habe und ich wollte sie weghaben. Deswegen bin ich da mit den Fingern dran. Und das hat sich dann zu einer Gewohnheit entpuppt, die sich jetzt tatsächlich jahrzehntelang gut festigen konnte. Und hat mir dann auch, weil nach dem Kratzen zum Beispiel, wenn da irgendwie eine Kruste war oder sowas und ich habe die Kruste abgeknibbelt, war danach die Haut erstmal für ungefähr 3 Sekunden glatter, bis dann irgendwie das Wundsekret daraus kam und eine neue Kruste gebildet hat. Aber für diese erste Sekunde danach hatte ich eine kurze Belohnung. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch einer von den Dingen war, die dann zu dieser Gewohnheit geführt haben. Weil bei einer Gewohnheit braucht man ja immer diesen Auslöser, irgendwas, was das ganze Verhalten auslöst. Dann haben wir eine Handlung, ein Verhalten, was dann führt, also bei mir dann dieses Skinpicken, also da irgendwie im Gesicht rumknibbeln. Und danach gibt's eine Belohnung. Und das war für mich in diesen ersten 3 Sekunden zum einen, dass die Haut potenziell jetzt glatter war. Und zum anderen war es aber tatsächlich auch so eine Art Stressabbau. Also es hört sich völlig paradox an, aber ich habe darin tatsächlich irgendwie für eine kurze Sekundenzeit, hat mir das ein Gefühl von Erleichterung gegeben. Das ist ähnlich wie beim Schokoladeessen zum Beispiel. Da ist es ja auch so, dass wir in den ersten Sekunden haben wir dieses kurze, wohlige Gefühl und danach, angenommen wir essen nicht gerne oder wir hätten nicht gerne, dass wir die Schokolade essen, danach fühlen wir uns meistens erstmal schlechter, vor allem wenn wir uns irgendwie überfressen haben daran und nicht aufhören konnten. Und
Ich würde dir gerne mal erzählen, in welchen Situationen das bei mir immer passiert, weil das waren irgendwie auch noch so Augenöffner, was mir, obwohl ich das jetzt schon Jahrzehnte mit mir mitschleppe, habe ich mich nie bewusst damit beschäftigt. Und bei mir ist es zum Teil wirklich so, dass morgens, wenn der Wecker klingelt und ich im Bett liege, dass dann die erste Amtshandlung, die ich schon mache, ganz unbewusst, ohne dass mir das irgendwie auffällt, ist, dass ich meine Finger ins Gesicht nehme, mein Gesicht absuche und gucke, ob ich irgendwas aufkratzen kann. Also schon allein so fängt das an. Und in jeder unbewussten Situation, immer wenn ich auch Stress habe, wenn mich gerade irgendwas gedanklich beschäftigt oder so, dann manche Leute kauen an den Fingernägeln. Es gibt auch Menschen, die reißen sich die Haare aus in solchen Situationen und ich knibbel mir dann irgendwie im Gesicht rum. Und das sind im Endeffekt alles die gleichen Verhaltensmuster, also die gleichen Muster, die gleichen Impulse, die da abgespielt werden. Ja, und dann habe ich auch noch festgestellt, dass der Spiegel tatsächlich ein Ding ist, was mich sehr dazu triggert, irgendwie an irgendwas rumzuquetschen oder so. Weil immer, wenn ich da genau gesucht habe, ob da nicht potenziell noch irgendwelche Unreinheiten sind, dann hat der Spiegel mich sehr dazu verleitet, da noch irgendwo dran rumzudrücken. Und ich habe halt eben auch recht eine recht großporige Haut und ne, da... Ja, ich möchte es gar nicht so im Detail ausführen. Oh Mann, ist mir auch echt ein bisschen unangenehm, darüber zu sprechen. Aber ich hoffe, ich kann dir irgendwie, falls du davon auch betroffen bist, so ein bisschen Erleichterung verschaffen, dass du da nicht alleine bist. Weil das hat es bei mir gemacht, als ich mich damit beschäftigt habe, zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, die irgendwie so ein gestörtes Verhalten hat. Weil im Endeffekt ist es einfach so ein sinnloses Verhalten, ein sich selbst zerstörendes Verhalten, obwohl man eigentlich weiß, dass es überhaupt nichts bringt, sondern im Gegenteil, dass es sehr viel schlimmer macht, wenn man die ganze Zeit die Finger im Gesicht hat und dass man so einfach keine reine Haut bekommen kann. Und es ist auch irgendwie so eine, ja, es ist so eine Art von Selbstzerstörung, auch wenn es jetzt nicht irgendwie bewusst gewählt ist. Ich habe das ja nicht gemacht, um mich bewusst zu zerstören, aber habe es halt trotzdem irgendwie gemacht. Und ich finde, man sieht da auch sehr schön Parallelen tatsächlich zum emotionalen Essen, weil auch da haben wir, wie eben schon irgendwie beschrieben, das mit der Schokolade, wenn wir diesen Stressauslöser zum Beispiel haben, dann kommt unter anderem ein Verhalten, auf was dann eine Belohnung folgt. Und beim emotionalen Essen ist es halt eben ganz gerne dieses Essen, was wir aufgrund von Stress machen. Und dieses Skinpicking ist unter anderem eben auch so eine Sache. Und da geht's jetzt darum, tatsächlich jahrzehntelang antrainierte Gewohnheiten aufzuknacken, was natürlich erstmal nicht einfach ist. Und jetzt möchte ich dir so ein bisschen erzählen, was mir dabei hilft oder was mir dabei geholfen hat. Im Moment geht's nämlich tatsächlich sehr viel besser, aber ich bin jetzt auch erst circa eine Woche lang oder so dabei, das tatsächlich umzusetzen. Und es gibt verschiedene Dinge, die mir geholfen haben. Zum einen hat mich dieser Fokus auf dieses ganze Thema wieder sehr sensibilisiert, weil vorher habe ich es einfach unbewusst gemacht und in dem Moment, wo das Bewusstsein wieder da ist und man überhaupt wieder wahrnimmt, dass man da irgendwie an der Haut rumknibbelt, das kann einem natürlich in der Situation auch schon helfen, ist aber häufig nicht so die endgültige Lösung dafür. Was ich dann manchmal auch gemacht habe, ist tatsächlich, wenn mir gerade bewusst war, dass ich das jetzt möchte, dass ich daran rumknibbeln möchte, es kurz zu lassen und wahrzunehmen, wie sich dieser Drang anfühlt. Also wie paradox das eigentlich ist, dass ich irgendwie vor dem Spiegel stehe und meine Hand schon fast zittert, weil ich mir ins Gesicht greifen möchte und genau weiß, dass ich mich damit selbst zerstöre. Und dieses Gefühl mal wahrzunehmen, fühlt sich auch völlig paradox an, aber das hat mir gezeigt, in welchen Ketten ich da schon wieder liege. Und ich hasse es, von irgendwas abhängig zu sein oder dass mich irgendwas bestimmt oder so. Und das hat mich so ein bisschen auch innerlich noch mehr getriggert, daran jetzt nochmal ganz aktiv auch wirklich bewusst was zu ändern, weil ich mich nicht von diesen unbewussten Verhaltensweisen einfach beherrschen lassen möchte. Das ist für mich ein riesen innerer Antrieb, daran tatsächlich was zu verändern. Und eben auch, weil man es natürlich auch an der Haut sieht. Also wenn ich da irgendwie wieder welche so Attacken hatte, wer mir auf Instagram folgt, der sieht davon wahrscheinlich nicht so sonderlich viel, aber das liegt auch nur daran,
dass ich ganz häufig einfach Make-up verwendet habe und noch einen Filter drüber gelegt habe und dann sieht man davon einfach nicht so viel. Aber auch da ist es trotzdem immer wieder aufgefallen. Und in den letzten Tagen bin ich tatsächlich auch immer mal völlig ungeschminkt vor der Kamera. Und meiner Meinung nach hat es jetzt irgendwie seit einer Woche, seitdem ich das so mache, schon enorme Fortschritte gemacht. Was ich früher auch immer wieder gemacht habe, ist tatsächlich mir die Fingernägel ratze kurz geschnitten. Also deswegen trage ich auch echt immer kurze Fingernägel, aus genau diesem Grund, damit ich nicht so gut pitteln kann. Das hilft aber auch nicht immer, weil quetschen oder so kann man natürlich auch ohne Fingernägel. Und ja, der Drang ist irgendwie trotzdem da. Aber das hat mir ein bisschen mehr zu mehr Bewusstsein geführt, wenn im ersten Impuls, wenn es nicht so gut geklappt hat, dass ich kratzen konnte. Weil häufig nehme ich das ja auch wirklich einfach nicht wahr. Häufig nehme ich dann nachher einfach wahr, wie mein Gesicht zerfetzt ist, aber nicht währenddessen. Das ist schon echt, oh, wenn ich da so drüber rede, das ist tatsächlich ziemlich paradox. Dann hatte ich neulich mal eine Phase, wo mir Hypnose sehr gut geholfen hat. Also ich müsste es, im Moment klappt es halt auch so ganz gut ohne Hypnose, deswegen mache ich es gerade nicht. Aber ich glaube, angenommen ich verfall da wieder rein, dann würde ich es mit der Hypnose wieder machen. Und zwar ich nutze da die App, die Hypnobox. Und da hat man quasi so, wird man in die Hypnose reingeleitet und kann sich dann verschiedene Boxen oder verschiedene Hypnose-Sessions zusammenstellen. Und man kann da eben auch selbst seine eigenen Suggestionen aufsprechen. Das heißt, man lässt sich dann von Bernhard, der das alles aufgesprochen hat, lässt man sich quasi in die Hypnose leiten. Und dann hört man in der Hypnose, wenn man in diesem entspannten Zustand ist, wenn man ein bisschen mehr einfach den Zugang zum Unterbewusstsein hat, dann kann man sich da einfach die eigenen Suggestionen nochmal anhören und die dringen dann einfach nochmal tiefer ein. Und wenn man sich eigene Suggestionen aufspricht, dann sollte man wissen, dass das Gehirn mit Nicht oder Nein oder sowas kann es nicht viel anfangen. Das heißt, man muss die Suggestionen immer irgendwie so formulieren, dass es eine positive Suggestion ist. Bei mir war zum Beispiel, also ich hätte jetzt spontan den Impuls gehabt, darauf zu sprechen, ich kratze mir nicht im Gesicht rum oder ich unterlasse es, irgendwie im Gesicht rumzudrücken oder was auch immer. Und du merkst schon, da sind diese Verneinungen mit drin. Und was ich dann gemacht habe, ist meine Suggestion eben umzudrehen und habe dann sowas aufgesprochen wie, ich erlaube meiner Haut, sich von innen heraus zu heilen. Solche Sachen, dass diese Heilungsgedanke irgendwie mit drin ist und dass es von innen heraus kommt und habe dann quasi gehofft, dass ich dadurch die Finger aus dem Gesicht lasse und es war auch tatsächlich so. Also es hat ungefähr, ich habe mir das damals einmal angehört, so einmal bin ich mit dieser Hypnose eingeschlafen und dann habe ich eine Woche lang die Finger tatsächlich aus dem Gesicht gehabt. Das ist eigentlich ganz geil, sollte ich nochmal machen, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Und was mir noch geholfen hat, ist tatsächlich eine neue Pflegeroutine. Und deswegen habe ich auch gemeint, so, es wird jetzt kein Beauty-Channel, aber hier muss ich tatsächlich kurz drüber sprechen, weil es war für mich schon ein Game-Changer. Und ich habe vielleicht noch ein paar Gedanken dazu, wie es vorher war. Vorher bin ich aufgrund meiner schlechten Haut auch gerne zum Hautarzt. Und die Hautärztin, die hat mir dann ganz gerne Produkte gegen Akne verschrieben. Und ich habe zum Glück nur die von außen auftragbaren Produkte benutzt und keine systemisch wirkenden. Da bin ich heute noch froh drum, weil das kann tatsächlich sehr den Körper schädigen auch. Und aber auch diese von außen aufgetragenen Produkte, die waren nicht ohne. Also da habe ich auch mal, bis die dann endlich gewirkt haben, über einen Monat bin ich quasi, hat sich meine Haut immer wieder komplett abgeschält und ich musste immer Lichtschutzfaktor 50 tragen, weil die Haut von diesem Mittel so angegriffen ist, dass sie von der Sonne einfach komplett am Anfang zerstört werden würde und so weiter. Und sie hat mir auch immer Pflegeprodukte mit aufgeschrieben, die sehr austrocknend wirken, weil ich einfach eine ölige Haut hatte, eine leicht fettende Haut. Und dann sollte ich da immer das Fett halt rausnehmen, indem ich das Ganze austrockne und dann noch eben diese andere Creme, die dann die Bakterien noch irgendwie abtötet. Und ja,
Und als ich das mal gemacht habe, ich habe das dann auch monatelang durchgezogen. Die Creme hat auch irgendwann ganz gut gewirkt, aber ich habe es irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten, dass ich meine Haut auf diese Art und Weise quasi zerstöre, sage ich mal. Das Gute daran war, in dem Moment, wenn ich reine Haut habe, dann bin ich auch sehr viel weniger dazu verleitet, im Gesicht rumzuknibbeln, weil einfach nichts da ist, was irgendwie nachkommt, was mich dazu triggert, da irgendwie die Finger im Gesicht zu haben. Und was ich dann gemacht habe, ich habe seit ungefähr 2 bis 3 Monaten habe ich diese Cremes alle abgesetzt, weil ich es auch immer noch nicht tolerieren konnte, dass mir das, was die Hautärztin mir gesagt hat, die Hautärztin meinte, ja, sowas ist genetisch bedingt. Und in dem Moment, wo die Genetik in dir ist, brauchst du auch mit Ernährung oder mit Sport oder mit sonst was nicht kommen. Das wird nichts an deiner Haut verändern. Und die hat mir das so oft gesagt und ich wollte es ihr einfach nicht glauben und ich will es ihr auch immer noch nicht glauben. Ich glaube schon, dass ein genetischer Faktor auf jeden Fall mit reinspielt, aber das heißt ja nicht, dass man den Umweltfaktor nicht auch noch irgendwie beeinflussen könnte und dass es irgendwie völlig hoffnungslos wäre mit der eigenen Haut, dass man dann nur mit aggressiven Produkten ran kann. So, und was ich dann gemacht habe, ist, mich mal wieder von innen zu reinigen. Also ich habe mich ja testen lassen. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat auf Instagram. Da habe ich so einen Zellcheck quasi machen lassen und habe geschaut, welche Mineralstoffe, Vitamine, was alles ist eigentlich in mir. Wie gut bin ich da aufgestellt und wo sind potenzielle Belastungen und Giftstoffe und sowas vorhanden. Und da kam raus, dass ich insgesamt sehr gut aufgestellt bin, also dass meine Ernährung, obwohl ich jetzt ansonsten keine Nahrungsergänzungsmittel außer jetzt Vitamin D oder sowas benutze, dass ich an sich wirklich gute Werte hatte, bis auf die Schwermetallbelastung. Und um diese Schwermetallbelastung kommt heutzutage, glaube ich, leider Gottes kaum noch jemand rum, weil die einfach überall ist, die ist überall draußen in der Umwelt, die ist in allen, keine Ahnung, wenn wir Aluminium-Deo aus alle Aluminiumdosen oder was auch immer, woraus wir essen, Shampoo-Flaschen, Parabene, Kosmetik, bla. Überall da sind einfach Schadstoffe drin, die wir aufnehmen. Und ich hatte mal eine Phase, wo ich versuchen wollte, irgendwie möglichst wenig davon aufzunehmen. Und das hat mich irgendwann so unter Stress gesetzt, weil man schafft es nicht, komplett drauf zu verzichten. Man kann sie verringern, aber komplett Verzicht ist, glaube ich, nicht möglich in der heutigen Zeit. Und deswegen habe ich da irgendwann den Fokus wieder von weggelenkt. Ja, und habe das natürlich dann auch im Test gesehen. Und ich bin auch von früher, also als meine Mama mit mir schwanger war, hatte die eine starke Amalgamvergiftung durch ihr Zeug in den Zähnen. Und das ist wohl auch als Baby direkt auf mich übergegangen. Und das ist wohl auch immer noch in meinem Körper. Auf jeden Fall haben wir das durch diesen Test alles rausgefunden. Und haben dann die Stoffe, die mir fehlen und die zum Entgiften einfach sehr, sehr wichtig sind in dem Moment, die habe ich dann zugeführt. Das mache ich jetzt seit circa 2 Monaten und da gab es am Anfang auch so eine kleine nochmal Erstverschlimmerung von der Haut, sage ich mal, wo es einfach ein bisschen schlimmer wurde. Und danach habe ich aber auch gemerkt, okay, jetzt scheint sich da alles irgendwie ganz gut zu regulieren. Natürlich habe ich da immer noch mit den Fingern im Gesicht geknibbelt, von daher war es niemals gut. Aber man merkt dann schon irgendwie, wie viel von innen heraus irgendwie nachkommt. Und ich glaube auch, dass man Haut jetzt zum Beispiel nicht rein von außen heilen kann, sondern dass da schon ganz viel von innen kommt und dass ein genetischer Faktor vorhanden ist und lauter solche Sachen. Und ich habe mich dann aber auch, obwohl die Hautärztin immer gemeint hat, ja, du musst austrocknen und solche Sachen und es ist genetisch bedingt, du kannst eigentlich nicht viel machen, habe ich halt weitergeschaut und bin jetzt tatsächlich auf die 10 Steps Korean Skincare gekommen. Ich weiß, es ist völlig übertrieben. Also die Koreaner haben ja dieses Schönheitsideal von wirklich dieser Puppenhaut und die sehen ja auch sehr häufig wirklich so schön aus, sage ich jetzt einfach mal so, mit so einer reinen, glatten, porzellanglänzenden Haut. Und ja, ich habe mich irgendwie damit beschäftigt, weil ich über andere Wege dahin gekommen bin und habe da rausgefunden, die machen sich ja auch ganz, ganz viel Feuchtigkeit und sowas ins Gesicht. Und das war für mich im ersten Moment völlig paradox und auch mit Öl arbeiten die und sowas. Und da habe ich immer nur gedacht, boah, das kann ich nicht machen mit meiner Haut, dann kriege ich sofort, dann wird alles nur noch viel, viel schlimmer, weil die Hautärztin hat ja gesagt, ich muss austrocknen, dann kann ich kein Öl drauf machen. Naja, aber ich habe es ausprobiert und ich fühle mich so gut damit und
ich finde es einfach grandios. Also ich habe da jetzt echt, das ist aber auch, man muss dazu auch sagen, dass ich das mit einem sehr, sehr anderen Gedanken als vorher gemacht habe. Vorher hatte ich immer den Gedanken, ich muss meine Haut austrocknen. Das, was im Moment da ist, muss weg. Ich brauche aggressive Produkte, um das, was da ist, was mir nicht gefällt, um das wegzukriegen. Und diese 10 Steps Korean Skincare, die ist halt sehr, sehr sanft zur Haut. Du hast zwar massig Produkte und all so ein Kram, aber alles sehr, sehr sanft, mit massierenden Bewegungen, und es ist wirklich einfach eine, für mich ist es wie so eine Art Spa-Erlebnis, was ich mir jetzt einfach jeden Abend mal gönne und was mich total, ja, irgendwie beruhigt und runterbringt, und es fühlt sich einfach total gut an. Und der Gedanke dabei hat sich auch generell komplett geändert. Das ist nicht mehr dieses, ich muss gegen meine Haut arbeiten, sondern jetzt ist es, ich gebe meiner Haut Dinge, damit sie sich von selbst heilen kann, und ich unterstütze sie und solche Sachen. Und was in dieser Routine einfach auch noch sehr, sehr stark und immer wieder enthalten ist, ist, dass man die Produkte, die man da hat, wirklich ganz, ganz sanft immer wieder einmassiert oder einklopft. Also ich habe die ganze Zeit irgendwie, ich bin da abends, kann gar nicht sagen, wie lange, ich bin mindestens 20 Minuten damit beschäftigt. Aber das ist wirklich so eine Zeit zum Runterkommen und zum Zeit für mich irgendwie, für dieses Erlebnis. Und dabei massiere ich ganz, ganz häufig einfach meine Haut und tu mir selbst Gutes. Und das wirklich ganz, ganz sanft, ohne irgendwie stark, weiß ich nicht, irgendwie die Haut zu reizen oder so, sondern ich bin auch gedanklich wirklich auf diesen, ich bin gedanklich umgeswitcht. Ich will es nicht mehr entfernen, sondern ich will helfen und unterstützen, und ich bin froh und dankbar, dass meine Haut überhaupt da ist, ne, dass sie mir schon so viele gute Dienste geleistet hat, und dass ich sie jetzt einfach bei dem, was sie von innen heraus, was sie noch heilen möchte, dass ich sie da so ein bisschen unterstützen kann, auch mit diesen kreisenden Bewegungen. Dann wird auch der Lymphfluss angeregt, oder auch nachher, dass nach jedem Mal, also ich habe, am Anfang ist es zum Beispiel so, dass man sich am Anfang mit so einem ölbasierten Reiniger reinigt, auch in so schönen kreisenden Bewegungen. Und dass man diesen Ölreiniger dann abnimmt mit einer anderen Waschlotion, die auch ganz sanft ist, auch in so schönen kreisenden Bewegungen. Und dann gibt's noch einen Toner, den sprüht man sich quasi einfach ins Gesicht, und der ist sehr feuchtigkeitsspendend. Und für sowas hatte ich vorher irgendwie auch immer Angst, mehr oder weniger. Und den klopft man sich dann wirklich so ganz, ganz sanft ins Gesicht ein, bis diese ganze Flüssigkeit da komplett eingezogen ist und bis diese Flüssigkeit quasi in der Haut ist, um dann mit den ganzen anderen Dingen und Wirkstoffen und so weiter noch weiterzumachen. Und da gibt's dann auch noch so eine Sheet Mask zum Beispiel, von der bin ich auch sehr begeistert. Das heißt, es ist so wie so eine Art Papiermaske, also es ist nicht so eine Art Papiermaske, sondern eine Papiermaske. Dann kann man sich, keine Ahnung, bei Amazon 100 Stück für 10 Euro kaufen. Das sind so kleine, ist quasi gepresstes Papier in so eine kleine Tablette. Und wenn man das irgendwo reinwirft in eine Flüssigkeit, dann saugt sich diese Tablette voll. Und dann kann man sich diese Papiermaske aufs Gesicht aufziehen und kann dann diesen Wirkstoff einfach länger noch einziehen lassen. Also ich bleib dann so 10 bis 15 Minuten auf dem Gesicht. Und dann kann das Ganze irgendwie noch viel besser einwirken. Und dann kann man die, keine Ahnung, zum Beispiel in starken grünen Tee tränken oder mit Honig vollkleistern oder mit so Haferflocken, ausgepressten Haferflocken, solche Sachen. Also Dinge, die irgendwie gut für die Haut sind, oder Gurke oder weiß ich nicht. Und das kann dann einfach noch sehr, sehr viel besser wirken. Und was bei dieser ganzen Prozedur, was mir auch tatsächlich sehr geholfen hat, ist, mich mit den Produkten auseinanderzusetzen und mir wirklich Produkte auszusuchen, wo ich davon überzeugt bin, dass das meine Haut tatsächlich gut tun kann, weil kein Schund drin ist. Ich habe zum Beispiel so ein Rosenwasser, wo wirklich einfach nur
pures Rosenwasser, in guter Qualität drin ist. Da ist sonst nichts drin. Da ist kein Alkohol, kein irgendwelche Konservierungsstoffe oder was auch immer. Das ist dieser Toner, von dem ich eben gesprochen hatte. Der ist auch sehr unbekannt, glaube ich. Könnt ihr einfach mal schauen, falls euch das interessiert, unter rosella-germany.de. Da gibt's es auf jeden Fall. Und dieser Toner, das ist halt wirklich einfach pures Rosenwasser. Und dann denke ich mir auch, dass damit kann ich meiner Haut nicht schaden. Damit kann ich einfach meiner Haut doch nur Gutes tun, wenn das quasi die Feuchtigkeitsspende ist. Und wenn das noch so sanft eingeklopft und einmassiert wird. Und das fühlt sich nachher einfach gut an. Ihr merkt schon, ich rede mich ein wenig in Rage. Und was ich auch noch ziemlich cool finde in dieser Routine, also das in vielen, die Routinen sind ja immer ein bisschen anders, je nachdem, wie man sich da beschäftigt. Aber Eis auf der Haut hat für mich auch nochmal einen sehr starken Unterschied gemacht, auch im Hautgefühl nachher. Ich sitze dann irgendwie, nachdem ich das gemacht habe, also ich habe dann tatsächlich, ich habe so kleine Beutelchen mit Eiswürfeln eingefroren, also im Endeffekt irgendwie große Eiswürfel, sodass du Eiswürfel hast, die ein bisschen größer sind als normale Eiswürfel. Du kannst auch normale Eiswürfel nehmen. Und dass man sich abends dann, die habe ich dann in so einem Tuch in der Hand und nachdem das Gesicht halt eben gut gereinigt ist, gehe ich mit diesem Eiswürfel über die Haut ganz sanft und massiere das quasi wirklich mit diesem Eiswürfel da so ein. Und das hat zum einen, mögen Bakterien Eis überhaupt nicht. Das heißt, diese ganzen potenziellen Aknebakterien, die da sind, die werden dadurch abgetötet. Und es zieht sich natürlich dann auch erstmal alles zusammen und der Blutzustrom wird erstmal unterbunden. Die Gefäße ziehen sich zu, fühlt sich danach erstmal grandios an tatsächlich. Und dann gibt's aber ganz häufig so ein, den Effekt, dass die Gefäße dann natürlich auch wieder aufgehen. Das heißt, da kommt dann jedes Mal frisches, neues Blut auch wieder rein. Und man regt dadurch durch dieses ganze sanfte Massieren und Eis und kein Eis, Hitze, Wärme, was auch immer, regt man einfach den Stoffwechsel da überall immer wieder an. Und dadurch werden natürlich die Selbstheilungskräfte auch enorm angeregt. Und wenn dann noch überall Feuchtigkeit auf dem Gesicht ist, dann ist das Milieu sehr, sehr viel besser, um tatsächlich etwas abheilen zu lassen. Und ich merke halt auch, wie enorm schnell das mittlerweile geht, wenn man die Finger aus dem Gesicht lässt, in Kombination mit Feuchtigkeit. Ist echt grandios, wie das geht. Und das Coole ist auch, mein Knibbeltrang quasi, der wird viel eher dadurch ausgelöst, wenn ich so trockene Haut habe und dann sind da so kleine Krusten oder sowas. Dann kann ich ja überhaupt gar nicht die Finger von lassen. Und in dem Moment, wo das Gesicht wirklich mit Feuchtigkeit durchfeuchtet ist, fällt es mir sehr viel leichter, da jetzt nicht die Finger dran zu nehmen und irgendwie noch ein bisschen zu warten. Also das ist in meinem Kopf gerade quasi, dieses Warten ist ein, ich verschiebe es auf später. Dadurch fällt es mir leichter, in dem eigentlichen Moment nicht die Finger ins Gesicht zu nehmen. Und was es auch insgesamt macht, ist diese Zeit für mich, wo ich mir selbst was Gutes tue, wo ich meiner Haut was Gutes tue, dieses komplett konträre Verhalten zu dem, was vorher war. Vorher war diese Ablehnung da und jetzt ist wirklich dieses Ich tue dir, meiner lieben Haut, etwas Gutes, damit du dich selbst besser heilen kannst, damit wir gemeinsam jetzt irgendwie diesen Weg gehen können. Wir machen uns eine schöne Zeit zusammen. Ich schenke dir Aufmerksamkeit, ich schenke dir Liebe, indem ich dich massiere. Das hat für mich einen riesen Unterschied gemacht. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass das zum Beispiel auch an Körperregionen einen Unterschied macht, die man vielleicht an sich selbst nicht so mag. Also angenommen, es sind jetzt irgendwie die Beine mit Zellulite oder der Bauch oder irgendwas, was man am Körper nicht so mag. Und ich glaube, in dem Moment, wenn man da irgendwie zum Beispiel mit einem schönen Öl rangeht, was gut duftet und macht sich irgendwie eine schöne Zeit und massiert einfach mal diese Stellen, dann kommt da natürlich zum einen auch irgendwie so der Lymphfluss und sowas alles wird angetrieben und es können auch da besser die Prozesse ablaufen, um da Stoffwechsel einfach aktiver zu werden zu machen. Ihr wisst schon wie. Der Stoffwechsel wird einfach lokal etwas angeregt.
Aber ich glaube, der größte Gamechanger daran ist tatsächlich dieser andere Gedanke als der, der vorher da war. Wenn vorher die Ablehnung da war und dann nimmt man sich aktiv Zeit für diese Körperregion, um ihr Liebe zu schenken, um ihr diese Massage zu schenken, wirklich auch mit diesem Gefühl von Zugehörigkeit irgendwie. Ich kann es gerade nicht so genau beschreiben, aber dass man einfach auch dankbar ist für jede Körperregion, auch für die, die man vielleicht am Anfang noch nicht so mag. Und dass es einfach wirklich ein Prozess sein kann, um da viel mehr da reinzukommen, dass man diese Körperregion zu schätzen lernt und zu lieben lernt, weil man sich einfach auch mit ihr beschäftigt und weil man ihr wieder seine Aufmerksamkeit widmet. Also falls du solche Körperregionen hast, probier das gerne mal aus. Lauf nicht vor ihr weg und lehn sie ab, sondern schenk ihr mal ein bisschen Liebe. Und was ich auch noch sagen wollte, dieser ganze Prozess morgens und abends, den ich jetzt da als meine Pflegeroutine quasi integriert habe, da achte ich sehr darauf, dass mich das nicht stresst. Also ich mache das in dem Moment, wenn ich Zeit habe. Also ich versuche es tatsächlich jetzt jeden Morgen und jeden Abend zu machen und mir die Zeit zu nehmen. Und wenn es nicht passt, dann ist es auch völlig okay. Und dann mache ich irgendwie nur, dann reinige ich kurz mein Gesicht und mache meine Creme drauf und fertig. Aber wenn irgendwie die Zeit da ist, dann versuche ich einfach mir das als eine wirklich schöne Zeit abzuspeichern. Als eine Zeit mit mir, wo ich mich um mich selbst kümmere, dass ich selbst von innen heilen darf, wo ich mir selbst Zeit schenke, um mit mir alleine zu sein. Und ja, ich glaube, das kann einen riesen Unterschied machen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass in dem Moment, wo man zum Beispiel abends zu emotionalem Essen neigt und man sich irgendwann diese Gesichtsroutine als eine schöne Zeit aufbaut, dass das eventuell auch eine wunderbare Ersatzhandlung quasi zum emotionalen Essen sein könnte. Dass man zum Beispiel abends, wenn man heimkommt, erstmal noch einen kleinen Snack oder so isst, sich dann vornimmt, okay, ich nehme mir erstmal die Zeit für mich, für meine Abendroutine. Und angenommen, ich habe gerade den Drang nach emotionalem Essen, das verschiebe ich auf nach der Abendroutine und dann kann man immer noch schauen, ob man danach immer noch diesen enormen Drang hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich dadurch, dass man sich dann um sich selbst kümmert, dadurch, dass man sich diese Zeit für sich nimmt, dadurch, dass man sich selbst Liebe schenkt, dass man diesen Mangelzustand im Endeffekt, aus dem wir immer aus emotionalen Gründen essen möchten, dass man den schon so ein bisschen für den Moment einfach auch besänftigen kann und man ist ja dann auch beschäftigt mit etwas, was einem auch noch gut tut. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen einen Unterschied machen könnte. Aus eigener Erfahrung kann ich da leider im Moment noch nicht so allzu viel berichten, weil ich ja diese ganze Routine jetzt erst seit einer Woche mache und mit meinem Essverhalten tatsächlich in den letzten Wochen, Monaten ich keine Probleme mehr hatte, weil ich in dieses intuitive Essen immer sehr viel besser reinkomme und das einfach irgendwie kein Thema mehr für mich ist. Es läuft jetzt so nebenbei und ich genieße mein Essen. Und wenn es so bleibt, dann ist super. Dann habe ich genau das erreicht, was ich erreichen wollte. Aber deswegen gibt es jetzt von meiner Seite aus quasi kein Update. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es tatsächlich eine schöne Handlung sein könnte, die man sich selbst gönnt, anstelle des emotionalen Essens. So, ich glaube, ich habe alles zu dieser Folge gesagt, was ich erstmal loswerden wollte. Und ich hoffe, du verzeihst mir diesen Ausbruch in die Beauty-Branche. Und ja, im Endeffekt hat es ja trotzdem auch was mit dem tiefen Inneren zu tun. Und das ist nun mal das, was uns auch aus emotionalen Gründen essen lässt. Und daher habe ich mir gedacht, gebe ich diesem Thema einmal kurz hier in einer Folge diesen Raum, weil es für mich tatsächlich ein riesen Gamechanger war, als ich auch noch gehört habe, dass das eine anerkannte Krankheit ist und dass es eine Impulsstörung ist und dass es Leute gibt, die wirklich damit Probleme haben. Und
ich nicht nur die Einzelne bin. Da hatte ich auch total den Flashback damals zum Personal Training, als ich ja, als ich noch im Studium war und alles über Ernährung und so gelernt habe. Da dachte ich ja immer, ich bin die Einzige, die weiß, wie es funktioniert, aber die sich einfach anders verhält, als sie sollte. Und dann kam ich ja wurde irgendwann Trainerin, dann irgendwann Personal Trainerin. Und habe dann festgestellt, dass es ganz vielen Leuten so geht, dass es meistens nicht am Wissen mangelt, sondern am eigentlichen Verhalten. Und so hat sich das jetzt irgendwie gerade auch bei dieser Dermatillomanie beziehungsweise Skinpicking, wie sagt man, angefühlt. Angefühlt, sagt man. Genau, und wenn ihr dazu irgendwie Fragen habt oder so, ihr dürft mir gerne auch immer wieder schreiben. Bei Facebook oder Instagram sowieso. Bei Instagram heiße ich einfach Janina Lemme zusammengeschrieben. Bei Facebook findest du mich unter Janina Lemme Personal Training zusammengeschrieben. Und wo findest du mich noch? Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben an janinalemme@changelife-berlin.de. Falls dich irgendwie noch mehr von diesem Thema interessiert, weil ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch weitere Folgen zumachen werde. Ansonsten findest du alles, was ich besprochen habe, auch irgendwie, weiß ich, das Rosenwasser oder so, schreibe ich dir nochmal in die Shownotes rein. Auch da kannst du nochmal reinschauen. Beschäftige dich gerne mal mit deiner Haut und mit deinen Produkten, ob tatsächlich auch, was für Inhaltsstoffe drin sind, ob du dir tatsächlich damit gut tust, falls du das noch nicht gemacht hast. Weil auch das ist ja alles irgendwie so eine Form von Selbstliebe. Und ich glaube auch in dem Moment, also ich habe mich ja mit diesem Männlichkeits- und Weiblichkeitsprinzip auch mal so ein bisschen beschäftigt und weiß, dass ich sehr häufig leider viel zu oft zu sehr meine männliche Seite auslebe. Und jetzt, wo ich irgendwie auch noch so ein Weiblichkeitsritual habe, fühlt sich das irgendwie für mich enorm gut an, weil ich mir sowas vorher auch einfach nicht erlaubt habe und weil ich vorher einfach auch nicht irgendwie davon überzeugt war, dass man von außen Zeug, was man sich auf die Haut klatscht, dass das irgendwie wirken kann. Aber ich glaube, in diesem ganzen großen, komplexen Zusammenhang mit diesem Gedankenswitch, mit potenziell der Entgiftung, mit dem Finger aus dem Gesicht lassen und mit der ganzen Feuchtigkeit, die einfach vorher nicht da war und mit den Massagen und dem Eis. Ich glaube, da bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich hoffe, ich halte es auch so durch, weil die Anfangseuphorie ist ja jetzt, ne, wenn man das eine Woche macht, bin ich gerade voll in der Anfangseuphorie. Ich werde berichten, ob ich dranbleibe, also zumindest bei Instagram, hier wahrscheinlich nicht mehr auf dem Podcast. So, jetzt habe ich aber endgültig genug gequatscht und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wundervollen Tag und mach das gerne mal, dass falls du irgendwelche Körperregionen hast, die du vielleicht nicht so magst, dass du dir vielleicht ein schönes Massageöl kaufst, was gut riecht und da einfach mal tatsächlich die Lymphe anregst, dann wird zum einen das Gewebe wieder sehr viel besser durchblutet und es wird danach auch ein bisschen schöner aussehen und zum anderen aber mit diesem Gedanken rangehen, dass du deinem Körper da jetzt gerade was Gutes tust und dass du ihn einfach ein bisschen streichelst. So, und jetzt aber alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Janina.